Auf geht's! Zu! Gleich! Ich lass paddeln. Wir haben jetzt die Insel in Beschlag genommen und wir werden oben unsere Fahne setzen. Wir haben gerade gesehen, hier auf der Insel gibt es Kannibalen, weil die haben nämlich ihr Dorf mit einer Mauer umgeben, damit King Kong nicht reinkommt. Psst, sonst kommt der Affe aus dem Wald raus! Nicht einmal klein, wenn man sich's überlegt, das ist eigentlich schon groß. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's what I say. Hier in der Gegend gibt's Gold. Wir gucken mal, ob wir ein bisschen was finden. Wir schwimmen mal zu der Insel da raus, gucken mal, ob sich da eine Ablagerung befindet. Ja, und probieren auch bei der Gelegenheit gleich mal das neue Kajak aus. Boot gibt es bei Decathlon zu kaufen, was um die 500 Euro. Dazu gibt es hier so coole Luftpumpen, die man hier außen anbringen kann, mit Druckanzeige und allem Pipapo. Ist eigentlich recht coole Sache. Paddel gibt es auch dazu, ist kopierbar, kann man auseinanderziehen. Das Ganze transportabel, kann man auf den Rücken tragen. Ich finde es eigentlich ganz cool und man kann damit natürlich Sachen ausprobieren, die man vorher nicht so machen konnte, ne? Weil Kajak auf dem Dach fahren ist immer nicht so meins, aber in den Kofferraum hin reinspeisen, das ist eigentlich ziemlich cool. Ja, aufgepumpt wird es hier über diese Ventile hier, 0,1 bar, das ist ganz wichtig, Niederdruck ist das hier. Mal aufpassen, dass man das nicht so arg aufbläst, sonst fliegt es um die Ohren. Aufgepumpt wird es dann mit dem passenden Stück, ich habe hier alle an verschiedene dran, da kann ich Luftmatratzen, alles mögliche mitmachen, einfach reinstecken. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up. Das sind die Sitze, die mit Klettverschluss ins Boot reingemacht werden. Dazu braucht man den kleineren Aufsatz. Den da. Klettverschluss aufmachen, Aufsatz wechseln. Genau. Und pusten. Pusten oder pusten? Pusten. Einmal noch. Jo, reicht, reicht. Gut. So, die Sitze werden jetzt hier ins Boot eingebaut. Dafür gibt es vordefinierte Positionen. Die sind hier im Boot angezeichnet. Jetzt Zweier, Dreier. Zweierposition haben wir hier. Da sehen wir gleich einmal, wo der Fehler liegt. Wir haben nämlich hier nicht darauf geachtet, dass die Sitzschale in die Richtung zeigt. Habe ich gerade verkehrt herum hingemacht. Aber der Mr. Smee hat es gleich richtig erkannt und hat das korrigiert. Guter Letzt noch die Flosse. Drei Stück an der Zahl. Nee. Eine Fischflosse. Da gehört es nicht. Einstecken. Und sichern. Klick. So schaut es zusammengebaut aus. Und jetzt sind wir eigentlich schon startklar. Und jetzt geht's ab aufs Wasser. Genau. Unser Tütchen kommt mal nach hinten. Unsere Gepäckträger. Unsere Goldwaschrinne auch. Ja, und dann geht's rein ins Boot. Das Mi. Bitte einsteigen. Jawohl. So. Das Paddeln. Also für große Menschen hier vorne hat man fast keinen Platz. Oh, da vorne ist die Schatzinsel vor uns. Sind schon Räuber auf dem Weg dahin? Idealfall rückt jetzt praktisch der Sitz ein bisschen hinten rein, dass man leicht nach hinten gestützt wird. Stimmt das? Ja, aber. Ja, hinlehnen brauchen wir uns nicht.
nur leicht stützen. Cool, oder? Die Paddel selber kann man einstellen in der Breite. Die sind hier variabel. 225 bis 235, dann kann man die fixieren. Und man kann die auch noch verdrehen im Winkel. Das heißt, einer ist so und das andere Paddel so. Versetzt sozusagen. Immer so um 45 Grad gedreht und dadurch beim Paddeln viel leichter. Genau, und das Mir hat es gerade gemacht. Jawohl. Und dadurch kann man dann richtig schnell paddeln. Wie auf der Galeere. Zu, gleich, zu, gleich. So, wir haben jetzt die Insel in Beschlag genommen und wir werden oben unsere Fahne setzen. Da ist schon eine Fahne. Die Insel gibt es nämlich normal gar nicht. Ja, auch hier waren schon die Goldsucher, wie man sehen kann. Da müsst ihr euch mal vorstellen, eigentlich ist hier Wasser. Ja? Eigentlich gibt es die Insel gar nicht. Es ist unglaublich, dass hier das Wasser so eich abgesunken ist, dass man hier laufen kann, mitten auf dem Berg. Wir haben gerade gesehen, hier auf der Insel gibt es Kannibalen, weil die haben nämlich ihr Dorf mit einer Mauer umgeben, damit King Kong nicht reinkommt. Hört? Hier. Psst, sonst kommt der Affe aus dem Wald raus. Er ist doch schon da. Also wir probieren jetzt mal eine kleine Kostprobe dieses wunderschönen Bodens. Ja, ihr seht schon, warum wir hier sind. Ups. Das ist nämlich so Phyllit-Gestein. Jawohl. Wo ist die Pfanne? Punkt. Jo. Hier gibt's Gold. Hier gibt's Gold. Ja, es ist absolut erstaunlich immer wieder, wenn man sich vor Augen führt. Also da würde kein Mensch auf jeden Fall drauf kommen, hier nach Gold zu suchen. Aber wir machen jetzt noch zwei, drei Pfannen und dann gucken wir mal, was wir da im Endeffekt dann haben. So, und aufsaugen bitte. Wir schauen jetzt mal, ob das Gold mehr in dem schwarzen Bereich da oben drin ist oder ob es in dem Lehmbereich da unten drin ist. Hier. Also kleine Hintergrundinformation, dieser Phyllit-Schiefer, der kommt aus dem Goldbergbau oder auch aus dem Eisenbergbau. Und darin können immer Spuren von Edelmetallen enthalten sein, also zum Beispiel auch Silber oder eben Gold oder auch andere Mineralien, je nachdem, was man halt so in dem Gebiet vorfindet. Jetzt hier gehen wir halt zufälligerweise auf Goldsuche und haben wir nicht? Bin noch dabei.
3 kleine Punkte. Okay. Eigentlich wäre das ja schon fast wieder so viel, dass man sich überlegen kann, ob man hier mal so eine Art Highbanker aufbauen kann. Ne? Oder? Ja. Mal schauen. Vielleicht probieren wir das mal. Dritte Pfanne, drittes Mal Gold. Ist wirklich erstaunlich. Hier oben. Und es ist nicht einmal klein, wenn man sich's überlegt. Das ist eigentlich